Ohio und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Luigi's Mansion 2. Hier am letzten Part haben wir E2 doppeltes Dilemma abgeschlossen und in diesem Part wollen wir uns E3 Wo ist mein Zug widmen. Unser Todassistent hatte eine weitere 3D-Aufnahme im Gepäck. Ob wir anhand dieser mehr über den Verbleib unseres nächsten Finstermundstück erfahren? Entschuldige, dass es mit dem Dekodieren etwas länger gedauert hat, Luigi. Dafür haben wir jetzt die frischeste, neueste, aktuellste Aufnahme, die man sich nur wünschen kann. Schauen wir gleich mal rein. Oha. Mario? Schon wieder diese Buhus und dieser mysteriöse Stoffsack, den sie die ganze Zeit... Moment, was sehe ich da? Schockschwerer Not. Das ist ja dein Bruder, Mario. Das ist er. Wie ist er denn in dieses Schlamassel geraten? Das ist ja furchtbar. Oh, das ist König Buhu. Das ist kein gewöhnlicher Buhu. Ist das etwa... Gütige Gruftgeheule. Oha. König Buhu, der Meister der Illusionen. Die ganze Schuckerei war also sein Werk. Und obendrein hat er irgendwie auch noch deinen Bruder entführt. Ich bin sprachlos. Dieser Unhold. Wenn er meint, er kommt dann mit seinen Missetaten durch, dann... Aha! Das Paraskop empfängt ein massives Signal aus der Zugwart. Zugwartausstellung. Okay. Zugwartausstellung. Du hast es selbst gesehen, wo König Buhu ist. Da ist auch das Gemälde mit Mario drin. Du musst ihn in Windeseile zur Zugfahrtausstellung und deinen Bruder retten. Vielleicht kann Mario uns ja helfen, König Buhu zu besiegen und das Finstermundstück zu finden. Hier, mit diesem handgefertigen Kurbelrad kannst du die Treppe im Innenhof drehen. Das sieht sehr komisch aus. Und nun los, Luigi, dein Bruder braucht dich. Hapu. Okay, wir sind wieder in der Eingangshalle. Wir müssen zur Ausstellungsdingens irgendwie. Können wir mal reingucken hier gleich. Aha. Also einfach nur das Rad da rein. Das ist ja easy. Das ist ja easy. Das kriegen wir hin. Irgendwie. Glaube ich. Kann sein. Wer weiß. Machen wir das direkt mal hier so. Huch. Hier fehlt doch was. Die Truhe. Aus dem letzten Part. Die wollen wir uns dann gleich mal sichern. Oh, da ist nur Geld drin. Na dann. Das Mammut fehlt zwar auch, aber... Nee, warte mal, das Mammut ist da! What the fuck? Was ist mit dem Mammut passiert? Hilfe! Diese Fische! Hey, was ist, muss ich denn hier machen? Okay, hier kann ich nichts machen, irgendwie. Jetzt ist auch das da oben irgendwie an und... Der ist auch an. Okay, na egal. Wird sich schon irgendwie aufklären. Aber erstmal zur Eingangshalle da. Warte nochmal hier. Da ist nix. Doch, da fehlt was. Wusste ich es doch irgendwie. Da vorne dann auch. Wir wollen ja auch versuchen, hier den Buhu zu finden. War ja klar, da auch. Weil ich glaube, hier ist sonst nichts weiter gerade. Gucken wir mal. Erst wollte ich nochmal hier probieren. Noch nur Geld. Nur einiges an Geld. Da ist nix. Was gibt mir der hier? Auch Geld. Brauche ich zwar eigentlich gar nicht mehr, weil ich jetzt alle Extras habe, aber...
Huch. Egal. Da was Schönes. Ja, stimmt. Hätte ich vielleicht auf die Karte schauen sollen, dass das eine Fake-Tür ist. Oh Mann. Hier irgendwas weg? Oh Gott, was ist denn mit dem Waschbecken passiert? Warte, kann ich die wieder zumachen oder was? Nee. Hä? Bug. Da ist sonst auch nichts, oder? Nee. Okay, Herzen. Stimmt, wegen der Tür brauche ich auch welche, aber hier ist nichts. Gut, dann woanders. Oder dann gehen wir einfach mal direkt da vorne hin, wo wir hin sollen. So, dann wollen wir mal anbringen. Das ist die beste Konstruktion ever mit so ein paar Schraubenschlüssel. Yellow? Ah, wirklich ein praktisches Treppchen. Dann los, auf zur Zugfahrtausstellung. Muss ich das nicht erst drehen? Ich wollte gerade sagen, muss doch irgendwie drehen. Ach, das macht's automatisch. Das ist ja super, aber erst würde ich nochmal rechts gucken, ob ich da noch irgendwas finde, was ich... Ich sag mal... Die Tür fehlt schon wieder. Warum fehlt diese Tür ständig? Fehlt dir sonst noch was? Nee, sieht nicht danach aus. Sonst habe ich ja hier alles, ne? Ja gut, den habe ich ja schon. Das ist ja egal, aber... Was ich mich gefragt habe, eher warum die Tür schon wieder fehlt, ey. Ich meine, die haben wir ja schon. Fehlt da noch was? Kommt da wieder Geld raus? Tatsache. Yeah, noch mehr Geld. Wir haben zwar schon alles voll. Oh, den können wir vielleicht gebrauchen. Vielleicht gar nicht so unklug. Ja, doch unklug, den zu haben. Da fehlt doch was. Nicht? Aha. Ja, so kann man Löcher auch verdecken. Ich ganz eurer Meinung. Aber wo ist dieser eine Buhu jetzt? Der muss hier auch irgendwo sein. Ich weiß aber nicht, ob der hier ist. Klar, da fehlt wieder so eine Statue. Kommt her! Geld! Brauche ich zwar nicht, aber hey! Okay, der wird hier nicht sein. Obwohl, ich könnte mir gerade vorstellen, bevor ich jetzt in die Ausstellungsraum-Dings gehe. Ich gehe gerade wieder voll den Umweg. Aber egal. Will ich mir diese eine Bibliothek da erkunden, die da unten ist. Gehe ich jetzt hier so lange, egal. Passt schon. Vielleicht finde ich den hier ja. Vor allem, ich muss ja immer noch hier dieses eine Büchlein da reinpacken. Da ist nichts drin. Fehlt dir denn irgendwas? Nee. Gut, also dann muss ich doch wohl dahin, wo ich war, weil dahin ist toll. Weil da wird es dann wahrscheinlich auch den Buhu geben, den ich suchen will. Gerade hier. Ich wollte nur ein bisschen mich so, sagen wir mal, vergewissern. Dass ich nicht nachher da leer stehe, ohne Buhu. Wäre blöd. Bis da. Komm, geh hoch. Warte mal, ich könnte ja auch mal da vorne noch den Raum da erkunden, bevor ich, kann ich das nochmal drehen? Ja, oder? Ich drehe das mal so, dass ich zu Dings komme. So. Da wollte ich nochmal gucken, ob ich da rein kann oder ob ich da einen Schlüssel brauche. Aber es scheint offen zu sein. Hier ist ja nämlich was. Frage ist, was das sein soll. Hier gibt es sogar eine Foxelstation.
Was bringt mir das? Lol, Geld! Ist ja interessant. Aber hier scheint nichts irgendwie zu fehlen oder sonst was. Ne. Soweit alles komplett hier. Na gut. Dann lassen wir diesen Bereich mal Bereich sein. Nehmen wir mal das Geld noch mit. Warum auch immer, ich brauche das ja eigentlich, wie gesagt, gar nicht mehr. Was hast du, Luigi? Da war doch nichts. Obwohl ich ja sagen will, links möchte ich auch vorher nochmal erkunden. Ich weiß ja, dass das, wo ich hin muss, rechts ist. Ich möchte erstmal gucken, was da links noch ist. Ich meine, ich kann es ja jetzt, von daher. Da, da, dumm. Westflur. No! Hallo. Oh. Oh Gott. Es ist zu viel. Ist da noch einer? So, machen wir das so. Nehmen wir den auch gleich mit. Gut, also kommen hier keine weiteren mehr. Das finde ich ja super. Wow! Wenn du bleibst, dann bleibst du halt. Die anderen sind weggegangen. Wow! Das gefiel mir gerade gar nicht, eigentlich. Aber erstmal da die Statue. Da oben war aber wieder eine goldene. Die sind da geblieben? Ja, gut. Also. Soll mir recht sein. Was haben wir hier Schönes? Ach, hier. Kann ich reingucken. Das ist ja egal. Ich weiß ja nicht, was ich da machen muss. Wahrscheinlich ist da irgendwie der finale Bosskampf oder sowas. Irgendwas Finales. Ach, ich habe jetzt den Supersauger Extreme Edition. So, passt. Dann nehmen wir den auch noch gleich mit. Boah, der saugt echt genial. Damit habe ich die Geister ziemlich schnell weg. Gefällt mir. Oh. Das gefällt mir auch. Gut, dass wir den nicht übersehen haben. Gut, die ersten zwei muss ich da vielleicht mal irgendwann nachholen, wenn ich Lust habe. Fehlt hier sonst was? Ich will ja den Buu finden. So ist das nicht. Aber ich glaube nicht, dass der hier ist. Wir haben ja nämlich noch zwei weitere Räume hier auf dieser Seite. Und rechts haben wir auch noch drei Räume. Zum einen müssen wir sogar hin. Was haben wir hier Schönes? Oh, so ein Zwischenraum wieder. Mein Gott, Zettel. Ja, ich weiß, dass ihr da drin seid. Oder auch nicht. What the hell? Was muss ich denn machen? Ich meine, das sind Gründinger, das erkennt man ja an der Stimme. Aber... sieht das jedes Mal, wenn ich daran was mache? Hä, verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Wie kann ich nichts machen? Die kommen auch nicht raus. Da kommt immer nur so ein Blatt raus. Wahrscheinlich muss ich das in einer gewissen Reihenfolge machen. Warte mal, probiere ich mal so. Aha! Tatsache! Ich
Irgendwie habe ich das geahnt. Braucht das Geld zwar nicht, aber her damit. Aber ey, wie ich das geahnt habe. Ich bin Genius. Nach so 20.000 Minuten gefühlt. Egal. Dann wollen wir mal da rein noch. Hier nochmal schön erkunden. Hier können wir auch wieder ein Portal aktivieren. Das Zimmer gefällt mir irgendwie nicht. Da wird Dings drin sein. Super, haben wir das auch aktiviert. Können wir das ja jetzt ab sofort immer nutzen. Aber hier ist sonst nichts, oder? Ich meine, es ist dunkel, aber... Ach, ich kann hier durchgucken. Oh Gott. Das ist jetzt aber kein Bereich, zu dem ich später mal hin muss, oder? Och, jetzt ist sogar hell hier. Naja, nicht mehr. Aber sonst kann ich hier nicht interagieren. Gut, dann lassen wir das. Okay, die Münzen nehme ich noch. Sonst ist hier ja nichts. Dann gehen wir zurück. Obwohl, hier unten kann ich noch hin, scheinbar. Da lang. Bumm. Warum ich das Geld mitnehme, weiß ich gerade selbst nicht. Das ist eine Frage, die ich mir gerade selbst stelle. So. Ach, ich kann hier wieder reingucken. Warum? Wozu? Das ist toll. Warte, war da was mit dem Gemälde da? Mal direkt mal, warte. Ne, sah nur so aus, wegen der Bewegung von mir. Aber da ist nix. Nix. Und wieder nix. Ich weiß auch nicht, wieso ich den Part hier zum Erkunden des Schlosses nehme. Aber hier kann ich eh nichts machen gerade. Doch, ich kann daran ziehen, oder? Hallo? Gib her! Aber ich kann daran ziehen. Noch mehr Geld. Toll! Okay, also hier muss ich irgendwas machen, demnächst, irgendwann, wenn ich da hin kann. Aktuell kann ich da nicht hin. Irgendwie, weil ich das, warte mal, was ist da denn? Warte, kann ich da rein? Nee, nur gucken. Aha. Das ist ja schön zu wissen. Dass der da oben ein, ich sag mal, naja, nicht Diamanten, aber... diese Edelsteine trägt. Ja, finde ich cool. Was heißt, was ist denn jetzt schon wieder? Wollen wir uns den gleich mal sichern? Oder komme ich da nicht dran? Nee, komme ich gar nicht dran. Well played. Gehen wir hier durch. Oh nee, hier habe ich diesen weiten Weg, oder? Ah, verdammt, der dauert länger. Hätte ich den Eisweg wieder nehmen müssen. Es wäre schneller gegangen. Na egal. Vor allem, hier sind noch irgendwelche Viecher drin. Da, 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 da. Da, da, da. Gut genug rumgespielt. Ab dahin, wo wir hin müssen. So, passt. Jetzt macht das automatisch. Was? Ich dachte, er macht es jetzt automatisch wieder, so wie vorhin. Komm! Zieh doch! Er macht das immer je nachdem, wie weit er ist, glaube ich, ne? Clever. Gut, in dem Bereich, von dem es noch spukt. Vincent! Guck wieder den Boden am besten an. Oh, Kelt. Kelt. Da war ich aber jetzt erschreckt worden, du. Aber richtig. Okay, wieder hier reingucken. Bringt mir nix.
Ich habe Angst vom Boden irgendwie. Hey, ist scheinbar nur auf der anderen Seite. Nix? Das grenzt ja an einem Wunder. Aber ich muss den Buhu noch finden, ey. Ich aktiviere erstmal da vorne das Portal, dann haben wir das hinter uns. Der sieht das nicht, kann das sein? Kriegt mir das? Kann ich vielleicht hier irgendwie... Sag Qual mir, ich kann es nicht aktivieren. Okay, ich kann es nicht aktivieren. Weil da irgendwas drin ist, glaube ich. Ach, hier kriege ich wahrscheinlich das eine Buch, was fehlt. Komm her. Wofür? Gucken wir halt erstmal da rein. Scheint ja gar nicht so viel los zu sein. Ach, hier fehlt was. Da haben wir doch das Buch. Ah, ich gucke doch die ganze Zeit auch in den Spiegel, denke mir so, hör, muss doch irgendwo da sein, aber... Egal. Kann das sein, dass ich da vorne überhaupt nicht rein kann? Haha. Oh yeah, got it. Wow! Oh. 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 Hm. Hello? Och, ernsthaft? Ist das jetzt dein Ernst gewesen? Verwünschter Lottergeist! Ohne das Buch kommen wir hier nicht durch! Ich versuche ihn zu finden. Ich muss nur schnell dieses patzige Paraskop. Sekunde nur. Gar doofes Ding. Hurra, endlich. Er ist immer noch im ersten Stock, aber diesmal drüben im Westflügel. Reichlich schwammig. Ich weiß, aber immerhin etwas. Lauf los, ich suche weiter. Okay, jetzt muss ich also auch in den anderen in den Westflügel rein. Da vorne war, glaube ich, eh zu, kann das? Ach, so kommen die Geister hier zum Vorschein. Nein, 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 nein. Da falle ich nicht drauf rein. Oh. Dann machen wir das so, dann habe ich den schon mal. Und jetzt den da. So. Ach, den kann ich auch direkt einsaugen. Hier vorne werden noch irgendwelche sein. So. Warum ziehe ich den eigentlich voll auf? Ach so, ich kriege ja mehr Gold, wenn ich das mache. Yay. Na gut, dann haben wir es hier auch endlich mal ausgeleuchtet. Ich will noch rechts da unten gucken. Alles mal irgendwie erforschen. Was? Habe ich da gerade einen Frosch gehört? Das sind sogar goldene. Komm ich da irgendwie hin? Dumme Frage. Muss ich ja irgendwie. Na gut, hier kann ich nichts erkunden. Zumindest komme ich hier nicht weiter. Aktuell. Na gut. So, runter. Und dreh das gute Stück da.
Reicht. Was? Da kann ich nicht hin. Oder? Boah, das will ich jetzt prüfen. Ich kann... Nee. Da falle ich doch einmal wieder runter, oder nicht? Schlecht programmiert. Ausprobieren kann man es ja mal. So, in den Westflügel. Lauf, Luigi. Wo ist er denn hier? Ach, hier kann ich nicht mehr rein, weil die Tür fehlt. Dann ist ja wohl klar, wo der Gute ist. Gut, dass wir es vorher erforscht hätten, das wäre ich... Obwohl ich jetzt auf der Karte irgendwie gesehen. Egal. Nö, du bist da garantiert nicht drin. Ah, was? Da hinten? What the fuck? Hä? Hä, what the fuck? Was ist das denn für ein Bossfight? Verstehe das nicht. Ich kann das kaum gegenwirken. Ich hab doch... Muss ich jetzt warten, bis die alle da weg sind, oder was? Und die ganze Zeit ausweichen. Ach, ich hab ihn. Gut, dann machen wir das jetzt mal. Hoch hatte ich ihn jetzt nicht mehr. Okay, so schnell, wie sich das auf einmal dreht. Kein Wunder. Meine Hand schläft ein. Das ist nicht gut. Oh. Da ist sicher. Hilfe. Meine Hand sollte mal... Hä? Mach doch! Muss ich vielleicht noch hochzielen? Hab ich noch. So, jetzt komm her! So, komm! Oh, warum dreht er sich auf einmal wieder hier? Ist natürlich Absicht, aber... es nervt. Oh Gott, Bomben! Dass das ein Mini-Boss-Fight sein soll, das weiß ich auch. Mano, wow. Wow. Es macht Boom! Hilfe. Muss hier hin. Hier. Mann, ich mach doch! Hä? Ich hab doch... Menno! So, jetzt ist aber hier vorbei. Geht doch. Wurde mir auch langsam zu viel. Ach, jetzt muss ich hier rüber. Ja. Warte mal, wann? Wie mache ich das denn jetzt am besten? Ich meine, ich kann ja nicht damit durch die Tür gehen, oder? Nee. Scheiße, wie mache ich das? Das geht doch gar nicht. Ich muss da vorne erst diesen Teleporter irgendwie aktivieren können. Geh da rein. Dann lass das Buch halt erstmal hier. Ich muss da hinten diesen Teleporter erstmal aktivieren. Ja, ist gut, Fischi. Aber wie mache ich das am besten? Der ist ja... Ich will wissen, was da unten ist. Na, jetzt bin ich im Kreis gelaufen, ich Idiot.
Egal. Ich kann, ich darf das halt. Gut. Das sind diese Räume hier, ne? Dass die mich wieder schlagen wollen, ey. Gibt's ja gar nicht. Aber wie kriege ich jetzt das Buch am besten hoch? Noch mehr Geld! Yay! Hier ist auch irgendwas. Geld ist hier. Aber hier will ich gar nicht hin. Da fehlt da was? Ne. Sah aber so aus, weil das so leer ist. Ich muss aber jetzt erstmal... Wieso laufe ich da nicht komplett im Kreis die ganze Zeit? Oh Mann. Ich muss jetzt da oben diesen Porter aktivieren, sonst geht das nicht. Ich wollte ihn ja erst aktivieren, aber ich wusste ja nicht wie. Naja, egal. Passt jetzt. Also wie mache ich das jetzt hier? Da oben, das Ding da. Ach, kann ich vielleicht von anderem Raum aus mit diesen Teilen da irgendwas bewirken? Wäre mal cool. Ich meine, die müssen ja irgendwo für gut sein. Gut sein. Gut sein. Das da. Komm schon. Obwohl ich da auch nichts sehen kann. What? Sorry für den kleinen Cut an dieser Stelle. Diesmal war der auffällig, weil, ja, warum auch immer. Aber ich muss da noch irgendwas... Irgendwie muss ich hier doch einwirken können. Vielleicht auch einfach da vorne bei diesem Schiffchen. Da ist ja so ein Bereich da hinten noch eingekennzeichnet, zu dem ich noch nicht konnte. Vielleicht muss ich doch einfach nur hier in diesem Raum was machen. Aber diese einen Teile da, die machen mich trotzdem stutzig. Wie lange soll ich da drehen? Ich kann hier nichts machen wegen diesem Nebel. Warte, ich kann hier interagieren. Oh oh. Oh Gott. Was mache ich denn da jetzt hier? Muss das da oben irgendwie... Okay, wenn die Lösung so einfach ist, dann sauge ich das einfach jetzt hier so auf und gut ist. So. Vielleicht hätte ich daran eher denken sollen. Erstmal will ich den weghaben. So. So, den haben wir. Dann mache ich jetzt erstmal den noch weg. Der andere spielt ja mit seinem Helm rum. Super! Der letzte bitte noch. Wo ist der? Ja, back da doch nicht in der Wand rum. So. Der war ja nix. Oh Mann! Aber trotzdem will ich wissen, was da hinten ist. Da muss ja was sein. Machen wir es mal so rum. Ist ja Fisch da. Okay. Kann ich gerade nicht machen. Weiß ich nicht, was ich da machen muss. Dann wollen wir uns das Buch holen, wenn das noch da liegt, wo es war. Muss ja hier liegen. Ja. Gutes. Gut, dann können wir das endlich abschließen. Ich habe aber wieder viel zu lange gebraucht. Lauf schneller, Luigi.
So. Warte mal. Wie kriege ich... Ach! Nee. Oh yeah. Nein, warte, nein! Oh Gott. Nee, warte mal, kann ich nicht auch so? Und dann müsste es offen sein. Nee, geht nicht. Ja. Dann lasse ich das jetzt einfach hier in der Eingangshalle. Gehe dann von der anderen Seite wieder durch das Portal. Ganz easy. Und hol mir das Buch. Oh Mann, ey. Wäre warum einfach, wenn es so umständlich geht, ne? Diese Mäuse müssen hier weg, ey. Gerade sagen, muss ja da noch liegen, ey. So, na dann, endlich. Juhu, rein da. Rein ins Vergnügen. Oh. Nehme ich dich gleich schon mal mit, ey. So, warte. Oh, du Sack. Dann jetzt seid du wieder! Entscheidet euch! Haben wir den schon mal? So, jetzt kommst du auch noch. War's das? Nee, es sind noch mehr. Aber diesen einen Erschreck-mich-Geister oder Schreckgeist, keine Ahnung, wie man die nennen kann. Ich glaube, irgendwas mit V hießen die. Haben wir schon mal. You do it! You do it pretty well. Muss ja das sein. Nee, das ist eine Art Tresor. Auch gut. Lol. Aha, oha. Oha, wie viele. Da ist Lumario. What? What? Okay, dann spielen wir halt Schaffner. Luigi, Luigi, konntest du irgendeine Spur von Mario entdecken? Bitte, erst wo? Gute Güte, du fragst dich sicher, wie du dorthin kommst, oder? Mhm. Keine Sorge, mein Lieber, ich habe eine fabulose Idee. Ich hole dich zurück, halte deinen Hosennatz fest. Oh, ja, damit haben wir das Level ja wohl abgeschlossen, würde ich sagen. Wieder viel zu lang, weil ich so viel erkundet habe, einfach erstmal am Anfang. Und 2-Sterne-Rang. Passt sogar, aber ich habe kein Buu gefunden. Ich wollte auch den Buu finden. Verdammt. Na egal, passt schon. Nur Mut, mein Bester. Wir holen deinen Bruder schon irgendwie da raus. Obwohl dieses Gemälde sicher schon eine schöne Stange Geld einbringen würde. Hihi, war doch nur Spaß. Ha. Neues Juwel, neues Geistergewicht, neues Geistergewicht, neuen Geist gefangen. Reichtümer, die ich nicht brauche. Daram. Eine Sache nur, ist dir auch diese Miniaturkamera in dem Bahnhofmodell aufgefallen? Damit sollte es dem Fox Reporter möglich sein, dich dir auch direkt hineinzuschicken. Die Sache bleibt jedoch riskant. Ich weiß nicht, ob die Auflösung jener Kamera genügt. Aber wie man schon so schön sagt, gut justiert ist halb gefoxelt. Ein Sekündchen bitte, lass mich justieren, ja? Wo ist mein Zug? Na gut, ich habe aber kein Buhu jetzt. Oh, warte, das ist schon das Boss-Level? Okay. Das war das schon. Gut, dann würde ich sagen, machen wir das im nächsten Part. Und wenn euch dieser Part gefallen haben sollte, dann gebt doch einen Daumen hoch, schreibt einen Kommentar. Dieses anders, haut rein, bis dann und ciao.